Was ist Vorhofflimmern? Das Herz schlägt in einem gleichmäßigen Rhythmus. Es besteht aus zwei Bestandteilen, die sich nacheinander bewegen. Zuerst ziehen sich die Vorhöfe und danach die Herzkammern zusammen. Die rechte Kammer pumpt das Blut in die Lungen. Die linke Kammer pumpt das Blut in den Körper, was am Handgelenk als gleichmäßiger Puls fühlbar ist. Beim Vorhofflimmern kann die Bewegung der Vorhöfe gestört sein. Sie ziehen sich nicht mehr zusammen, sondern zucken und flimmern nur noch. Die Kammern ziehen sich zwar weiterhin zusammen und pumpen das Blut in den Körper, ihr Rhythmus ist allerdings nicht mehr gleich, sondern unregelmäßig. Dadurch kann auch der Puls vollkommen unregelmäßig und oft auch schneller sein. Neben dem hier zu sehenden rechten Vorhof gibt es auf der anderen Seite des Herzens den linken Vorhof. Durch das Zucken und Flimmern der Vorhöfe und der dadurch gestörten Durchströmung mit Blut können dort Blutgerinnsel entstehen. Löst sich das Gerinnsel, wird es vom Herz in die Hauptschlagader gepumpt und kann bis in das Gehirn gelangen. Verstopft ist dort ein Blutgefäß, wird der von diesem Blutgefäß versorgte Teil des Gehirns nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Es kommt zu Störungen der Gehirnfunktion. Hält die Störung länger als 24 Stunden an, spricht man von einem Schlaganfall. Wird die Blutversorgung nicht schnellstmöglich wiederhergestellt, stirbt das nicht mehr mit Sauerstoff versorgte Gehirngewebe unwiederbringlich ab. Ein Schlaganfall ist deshalb immer ein dringender medizinischer Notfall. Durch regelmäßiges Pulsmessen können Sie überprüfen, ob Ihr Herz gleichmäßig schlägt. So erhalten Sie einen Hinweis darauf, ob Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt darauf ansprechen sollten. Im Rahmen des ärztlichen Beratungsgesprächs kann überprüft werden, ob tatsächlich ein Vorhofflimmern besteht.